Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu DayZ Origins. Erstmal eine Begrüßung. Und ja, erstmal haben wir was zu besprechen hier, meine Damen und Herren. Und zwar wollte ich gestern, ich habe gestern erstmal Battlefield 5 Stream geschaut, ne? So Battlefield 5 kommt ja raus im Herbst. Und da haben sie gestern ja die Entwickler darüber gesprochen, den Trailer veröffentlicht. Da war richtig, ja, was soll man sagen, der Trailer war richtig schön, was soll ich sagen, ja, hektisch, ne? Eigentlich war es das Gameplay, nur, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. So, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, als ich gestern offline gegangen bin, dann später ein paar Videos nochmal hochgeladen habe, ja, klar, kam da so eine Nachricht. Habe ich also jemand mein Video kommentiert und ne? Hat jemand kommentiert und hat geschrieben. Das kann ich ja gleich mal vorlesen. Also es ist wieder so eine Aktion, ne? Das ist wieder so eine Action, klar. So eine Action. Der hat folgendes geschrieben. Das habe ich sogar noch hier, ne? Also, hi, bla bla bla. Also hör doch endlich mal auf, die Suchliste mit deinen Videos zu spammen. Mach doch jeden zweiten Tag ein Video, wo du dir viel Mühe gibst, anstatt alles ohne Bearbeitung etc. hochzuladen. Und dann schreibt er nur beim nächsten Video, schreibt er dasselbe, aber ein bisschen anders. Hi, ich muss dir jetzt mal was sagen. Und zwar, ich finde es cool, dass du Videos und so machst, aber es ist unnötig, dass du die Suchliste so zuspammst mit deinen Videos. Natürlich kannst du mal bla bla bla, aber... Das fand ich richtig... Da wollte, glaube ich, das überall schreiben. Aber... Dann habe ich ihn geblockt, also geblockt, damit er die Videos nicht mehr mit seinen Dingern zumüllt, weil der spammt mich mit seinen Kommentaren. Ich glaube, der wollte es bei jedem Video so drunter schreiben, wisst ihr das? Irgend so ein, keine Ahnung, Typ. Und ja, also erstens mal schreibt er ja da, hör doch endlich mal auf, die Suchliste mit deinen Videos zuzuspammen. Also erstens mal, wie bitteschön soll ich die Suchliste mit meinen Videos zuspammen, wenn ich ein unbekannter YouTuber bin, wenn man DayZ reinschreibt, ne? Oder Sigma wurde getötet, weil KRK Guard sind jetzt in Sabine oder wo sind sie jetzt? Wenn ich ein unbedeutender YouTuber bin, der seine Videos eh so nicht geguckt werden, ne? Er hat dazu noch später dazu geschrieben, dass er meine Videos eh keine Klicks bekommen. Ja. Wo sollen die dann bitteschön auf der Suchliste sein? Also bitte, meine Videos können höchstens nicht entdeckt werden, als entdeckt werden. Ja, mach doch jeden Tag, dann schreibt er noch, mach doch jeden zweiten Tag ein Video. Warte mal kurz, wo du viel Mühe gibst, ja. Wenn ich eine Aufnahme, wenn ich spiele, zeichne ich halt alles auf, bis auf die Nacht. Die Nacht mache ich nicht mehr, das ist ja, sieht man schlecht, ne? Jetzt mache ich nur am Tag so. Und deswegen, ein Let's Player tut ja alles eigentlich aufnehmen, ne? Der tut ja seine Videos aufnehmen und tut sie eigentlich gar nicht bearbeiten, normalerweise. Nur wenn er solche speziellen Videos hat, wo er was erklärt und sonst was. Aber das ist ein Let's Play, da braucht man gar nicht, kaum was schneiden eigentlich normalerweise. Das ist ja Schwachsinn, wo ich mir Mühe gebe. Wieso soll ich mir keine Mühe geben? Ich spiele einfach und nehme es auf. Das YouTube ist da außerdem für solche, ja, unbedeutend kleinen YouTuber wie mich eigentlich dazu da, die Videos, manche machen es ja nicht wegen was weiß ich was, die tun nur ihre Videos auf YouTube speichern. Die wollen damit nicht Ruhm oder sonst was haben, ne? Und ich habe natürlich das Recht, meine Videos hier zu speichern. Ich kann meine ganzen 100 Videos auf einmal hochladen. Ich habe aber nur 20 oder 10 oder 12 Videos habe ich voraus immer hier aufgenommen. Die restlichen Videos von The Forest und so weiter, ja, sind glaube ich nur noch 3 oder 4 übrig. The Forest, was noch? Rise of the Tomb Raider, Warframe, habe ich nur noch ein Video, glaube ich. Ja, und dann schreibt er noch, ja, Zuspams mit deinen Videos. Dieser Typ, ne, den habe ich blockiert, aber das, sowas kann ich mir gar nicht anhören, sowas lesen. Das ist natürlich, steckt da, muss man ganz ehrlich sagen, natürlich steckt da irgendwo Wahrheit drin. Vielleicht hätte ich mich auch hier mehr Mühe geben können, klar. Wenn ich zum Beispiel, ja, was weiß ich was, irgendwelche Profi-Tipps geben könnte, ne? Oder irgendwas, keine Ahnung, besser mich verständigen, mit euch verständigen, also besser reden und so weiter, ne, sprachlich. Aber ich bin ja kein Typ, der hier, ja, was soll man sagen, ich mache hier keine Profi-Tipps oder sonst was. Ich versuche so weit so möglich euch zu unterhalten hier mit meinen Erinnerungen und, ja, der tollen Atmosphäre dieser Spielewelt.
Aber das andere ist was anderes. Und ja, natürlich hat er einerseits recht, aber das war jetzt, glaube ich, das war, glaube ich, nur so ein, ich weiß auch nicht, das hat doch ein, dann kann man doch eigentlich kann man ihn gar nicht ernst nehmen, oder? Das war doch ein Hater, oder? Das war doch richtig ein kleiner Hater. Und also, da wollte nur, ich weiß nicht, vielleicht kennt er mich irgendwo hier, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich meine von hier aus dem Internet her, ich habe ja eine Gruppe Gamer-Orden. Vielleicht ist es ja auch ein ehemaliger Abonnent oder sonst was. Oder einer, der auch DayZ spielt und die Videos macht und so weiter, ne? Man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Okay, für mich krasser, ja, wie soll man sagen, krasser Fail von ihm. Ich wollte eigentlich sagen, Vollidiot, aber, sorry. Nee, sowas gehört gar nicht. Also wenn man das schreibt, ne, dann auf einer anderen Ebene, aber mit meinen Videos voll spammen, das geht, das ist doch, das kann man doch nicht ernst nehmen, oder? Der meint es doch gar nicht ernst, oder? Oder ist er richtig so doof, oder? Ich weiß auch nicht, Leute. Keine Ahnung. Es gibt wirklich Leute da draußen, die, weiß auch nicht. Die sind nur drauf hinaus, Leute entweder, ja, Hates rauszubringen, andere Trollen zu trollen oder sich was. Vielleicht kriegen die irgendwas anderes nicht hin. Weiß auch nicht. Haben die irgendwelche Probleme? Kann man noch ganz drüber reden, aber... Aber wenn der eine da solche Kommentare drunter lässt und da soll ich um meine Videos, da werde ich richtig stinkig. Da werde ich die Leute blockieren. Da werde ich die Leute rausschmeißen. So. Wenn ich sie normal nicht unterhalten kann, der kann woanders. Ich meine, wie blöd muss man eigentlich sein? Ich kann es dir ehrlich sagen. Wie bescheuert muss man eigentlich sein, unter jedem Video fast denselben Satz und den ganzen Absatz dazulassen? Wie behindert muss man eigentlich sagen? Sorry, das ist eigentlich, das war jetzt ein bisschen zu viel. Nicht behindert, sondern wie dumm im Kopf muss man eigentlich sein, um sowas durchzuführen? Ich meine, welches Ziel steht dahinter? Will er eigentlich damit nur sagen, dass ich aufhören soll, hier Videos zu produzieren und auf YouTube zu veröffentlichen? Ja, das will er wahrscheinlich, aber nein, so geht das nicht. So geht das nicht, mein Freund. Wir machen weiter, wie immer, soweit wir können und wollen, soweit es uns Spaß macht. Ja. Ja, ich finde es natürlich richtig schade. Übrigens, wir suchen jetzt nach einer Säge und was haben wir noch gebraucht? Ich habe letztens meine Garage auch, kleine Garage aufbauen wollen mit Zement eingerichtet und so weiter, Zementmixer, aber zack, denkste, ich brauche eine Säge und noch was. Die werden wir jetzt suchen. Wir fahren jetzt hoch nach Beilhof. Da gibt es einen Linksbums Bahnhof, ich meine Scheune. So. Ja, ich weiß auch nicht, Leute. Da musste ich ihn tatsächlich blocken, damit er aufhört, seine sinnfreien Kommentare unter meinen Videos. Meine Videos voll zum Müll mit solchen ähnlichen Blöcken absetzen. Das ist ja der Oberhammer. Da muss man sich manchmal schon den Kopf anfassen und schütteln, ne? Die Suchliste voll zu Müll mit meinen Videos. Ich glaube, ich bin bescheuert auch noch jetzt. Darauf muss man auch erstmal kommen. Werde ich zum Beispiel ein bedeutender YouTuber wie, keine Ahnung, PietSmiet, Gronkh oder sonst was, ne? Und würde dann auf einmal so, keine Ahnung, 10 Videos auf einmal reinschießen. Ja, dann wird es natürlich, oder vom DayZ, dann wird es natürlich voll gespammt, ne? Weil die sind ja die großen YouTuber, die ihre Videos kommen ganz oben erstmal hin, ne? Oder ich weiß nicht, wie der Algorithmus so aufgebaut ist. Dann die ganz kleinen, und da kommt drauf an, wie du das natürlich die Überschrift setzt. Kommt natürlich auch drauf an. Ne? Und aber bei mir, nö. Meine Videos werden bestimmt nicht ganz oben hingesetzt. Hingeklatscht. Es gibt noch bedeutende Let's Player, die haben auch DayZ-Videos oder sonst was. Deren Videos. Mal kurz, mal gucken. Deren Videos stehen ganz oben.
vielleicht einen meiner alten Videos, vielleicht die, da einmal, wenn überhaupt, ein, zwei Videos von meinen alten, keine Ahnung, die erste Season, da, die wird bestimmt irgendwo in der ersten, zweiten Seite auftauchen. Aber ansonsten, das ist natürlich, Entschuldigung, aber zum ersten Mal sage ich, das ist lächerlich, was der nette YouTube-User da bei meinem Video drunter schreiben wollte oder hat gemacht bei den ersten zwei letzten zwei Videos. Zack, einfach auf blocken, ignorieren. Solche Clowns, sorry, aber das ist einfach so, die kann man nicht ernst nehmen. Ich gehe jetzt mal hoch, ich fahre jetzt mal hoch, mal hin. Wir haben jetzt... Und wir sagen, nach diesem kleinen Hate-Video von mir, machen wir hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und danke fürs Zuschauen.